Ein paar Minuten zuvor an der anderen Seite der Front. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. Oh, da sind unsere Inder. Yes, sir. Tut mir leid, falsche Taste. Ach, wir teilen uns hier die Objectives. Ich guck einmal, ob das nicht gleich wieder hier liegt am Anfang. So, komm. Lauf. Lauf. So, komm. Französische Münzen. Alle Truppen wurden in der Währung ihres Landes bezahlt und erhielten eine Kompensation in lokaler Währung. Die Briten verdienten alle 2 Wochen 1 Schilling, den King's Schilling, sowie 20 Francs. Diese 20 Francs hatten einen Nominalwert von 40 Pfund, ca. 50 Euro, und wurden im Geschäftsverkehr mit den Einheimischen verwendet, die über jede Ware froh waren, die sie verkaufen konnten. In der Nähe der Front wurden auch ausländische Währungen akzeptiert. Achso. Ich glaube, da will er den Dicken haben. Nee, warte mal. Was will er haben? Den? Ja. Jetzt will er zweimal den Zweier haben. Alles klar, verstanden. Ja, ist klar, du kriegst ihn. Ranjit. Ja, Junge, du solltest da dann auch abhauen, ne? Okay. Die Kukuri, das Kukuri-Messer. Das Kukuri-Messer wurde von den Gurkhas benutzt, einer britischen Einheit, die aus Truppen aus Kolonialindien bestand. Das Nepal-Messer war ein Standardwerkzeug und wurde zum Symbol der königlichen Truppen. Seine schwere gebogene Klinge diente sowohl zum Schlagen als auch zum Schneiden. So, klicken. Ach. Okay. Wow, das war knapp. Was ist? Klar können wir das. Wir haben immer unseren Bolzenschneider dabei. Ja, mache ich natürlich auch. Merci, mon ami. Maintenant.
von Nerf. Yeah, komm. Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Oh nein, Giftgas. Erster Gasangriff. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellung wehte. Chlorgas verursacht Verbrennung in den Augen, Haut und Lungen und dringt sowohl durch die Kleidung als auch durch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmasken bestand der einzige Schutz aus in Urin getränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Die Schlacht von Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von größter Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und somit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlüsselposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Dieser Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6000 Gefallene zu beklagen. Bombardements durch Zeppeline. Das Luftschiff wurde 1900 vom deutschen Grafen Zeppelin erfunden. Aber erst ab 1908 konnte der Zeppelin auch weitere Strecken überwinden. Zeppeline waren in etwa so schnell wie die damaligen Flugzeuge und wurden ursprünglich zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Ab 1915 flogen sie auch Bombenangriffe gegen viele zivile Ziele, etwa gegen Städte wie Paris und London. Hunde im Krieg. Die deutsche Armee besaß zu Beginn des Krieges etwa 6000 Hunde, die französische hingegen nur um die 30. Diese Tiere wurden für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Wachdienste, Postverkehr, Munitionsnachschub, Transport von Kanonen und als Maskottchen. Deutsche Schäferhunde, Dobermänner und der flandrische Triebhund waren die Rassen, die am häufigsten zum Einsatz kamen. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Oh, ich glaube. Guck an, unser Hund kann da durch. Ich würde gerne aber einmal nochmal zurückgucken, weil, wie man weiß, liegt hier häufig irgendwann mal was. Nee. Achso, das haben wir jetzt alle gelesen. Und die Objekte, die müssen wir finden. Entschuldigung, ich werde gerade nochmal was gucken. Tagebücher. Oh, es gibt Tagebücher. Habe ich gar nicht gewusst. Dann werde ich jetzt die einmal nochmal vorlesen. Jetzt sind wir bei Emil. 12. August 1914. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. 20. August 1914. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken, um etwas Schlaf zu bekommen. 10. März 1915. Welch ein Tag. Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat es lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Freddy, 12. August 1914. Endlich kann ich es kaum erwarten zu kämpfen. Vielleicht lindert das etwas von dem Schmerz, den ich innerlich spüre. 7. September 1914. Ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Das wird mir nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert.
Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. 10. März 1915. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdampfte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht alleine. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt. Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Jetzt die Frau. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilisierung der Truppen für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Karl, 1. August 1914. Es fühlt sich sonderbar an, nach Deutschland zurückzukehren. Emil kann sich wenigstens um Marie und Victor kümmern. In den nächsten Monaten müssten sich die Dinge eigentlich beruhigen. Es ist alles so bedeutungslos. 21. August 1914. Emil, da, direkt vor mir, der Länge nach auf dem Boden. Warum musste sein Regiment auch auf meines treffen? Ich hoffe, er kommt durch. Er ist ein zäher Brocken. Ich muss herausfinden, in welches Gefangenlager er gebracht wird. 10. März 1915. Endlich habe ich Emil gefunden. Wenige Augenblicke, bevor die Granaten fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Einschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Victor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Entschuldigung, da habe ich's. Marie. 12. August 1914. Nach Karl muss nun Vater gehen. Warum mussten sie ihn einberufen? War es nicht schon genug, meinen Liebsten aus dem Land zu verbannen? Warum wollen sie auch Vater noch in eine Uniform stecken? Er ist zu alt für den Krieg und jetzt bin ich ganz alleine, wo die Ernte vor der Tür steht und ich mich um Victor kümmern muss. 24. August 1914. Dieser Brief hat mir einen Schrecken eingejagt. Unser armer Vater, er wurde verwundet und ist in Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob seine Verwundung ernst ist, ob er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass Gefangene Briefe erhalten dürfen. Morgen werde ich ihm schreiben. 25. September 1914, also einen Monat später. Heute sind die Deutschen in Saint-Mihiel eingefallen. Zum Glück haben die Truppen den Hof verschont. Ich habe mit Victor Schutz im Keller gesucht. Wo soll es jetzt hingehen? Wie soll es jetzt weitergehen? So. Ja, wie es weitergehen soll, ist ein guter Stichpunkt. Denn ich mache jetzt erstmal eine Pause, ich muss meine Stimme erholen und für euch geht es dann übermorgen weiter. Euer Frostgrim.